Oh, so YouTube, hallo, herzlich willkommen zurück zu 10 Days to Die. Hab ich da hinten nicht gerade was springen sehen? Ah, da ist nur was aufgeploppt. Wow! Alter! Oh Mann! Oh Mann, der hat mir einen geschenkt. Du Kackpisshund, du! Aua! Ah. Ah. Au! Oh! Wo kam der nur her? Warum, was macht ihr auf dem Dach? Mann! Ich hasse Hunde in dem Spiel, habe ich doch schon gesagt. Meine Fresse. Super. Links sind nichts Schlimmeres, nicht? Würde ich mich jetzt auf Stahlsamen konzentrieren. Also das ist wirklich... Eieiei. Also da drin ist... ich weiß, warum es 5 von 5 Totenköpfen hat. Wir sind dem Tod nur zweimal von der Schippe gesprungen bis jetzt. Oh, was haben wir denn noch so? Was trinken können wir nochmal? Ja, dann müssen wir schon wieder Honig fressen. Ich glaube, in letzter Zeit waren wir selten so oft infiziert. Gehen wir lieber auf Thema Eisen rüber. Ja, wir brauchen unbedingt eine Nahkampfwaffe, wo ich mich sicherer fühle, nicht? Irgendwie so ein Stab, der die betäubt oder. Na, sag mal. Jetzt. Dann kriege ich jeden Scheiß wieder, nicht? Ja, viel mehr können wir gar nicht wegkriegen. 78 Pfeile nur noch. Sollte den Pfeil einsammeln. Das Problem ist, ich habe im anderen Spielstand so einen Schnellspanner-Mod, dass der Bogen nochmal 10 oder 20% schneller ist. Ich glaube, das wäre hier echt hilfreich in manchen Situationen, wie mit dem Hund. Und Treffen wäre hilfreich. Ich weiß. Treffen wäre die hilfreichste Sache in dem Spiel. Oder wir gehen auf Pistole über. Ich glaube, so eine Pistole kann auf lange Sicht sinnvoller werden. Oh. Er hat nur Plastik. Sammle Kunststoffe abgeschlossen. Gibt auch nochmal Erfahrungspunkte. Eisen schon. Das ist auf jeden Fall wieder ein guter Schnitt, nicht? Dass wir wieder so 1000 einschmelzen. Reparieren. Gut, dass ich es mitgenommen habe. Haben wir auch gleich wieder einen freien Slot. Dann gucken wir mal, ob die sich da oben... Oh, Eisen in der Mülltonne. Das ist natürlich geil. Durchgefressen haben. Und wir müssen Kartoffeln... Obwohl, in dem Spielstand hier haben wir ja mehr Kartoffeln. Da muss ich ja gar nicht mehr Kartoffeln anpflanzen. Weil dann können wir ein paar Eintöpfe machen. Die retten, glaube ich, auch den Leben. Wir müssen mal die anderen Eintöpfe uns langsam angucken, die es so gibt. Wie ich drücken? Oh. Dahinter... Ist doch sicher wieder ein Hund oder so. Ach, das ist der Vordereingang. Ach, da wären wir rausgekommen.
Verstehe. Hier war wirklich der Hund. Der Boden klingt nicht gut auf der Seite, kann das sein? Die Damentoilette ist frei. Hoffe ich. Wenn jetzt einer hier drin ist. Oh. Das wäre fies. Aber war das die gute, die Dame, die hier immer angeklopft hat? Anscheinend, nicht? Ist da niemand im Raum? Schon wieder durch. Ich muss sagen, dafür, was auf dem Dach los war, ist hier drin auch noch ziemlich viel los. Was haben wir da? Das können wir doch direkt zerlegen. Die haben wir auch. Messer Level 1. Besser als das, was wir dabei haben. Können wir auch zerlegen. Hier noch jemand in der Klasse? Nö. Hier ist aber nichts wirklich drin, nicht? Oh, ein Rezept. Was ist mit dir? Bringst du uns was? Ah. Bisschen. Naja. Okay. Aber ich glaube, dann haben wir die Seite hier. Komplett abgefrühstückt. Das geht also nur noch nach unten hier. Beim anderen Eingang müssen wir nochmal hinten sauber machen, bevor ich runtergehe und die nachher über die Decke runterfallen. Ich glaube, von oben anzufangen ist hier gut, weil ich glaube, die fallen dir sonst wirklich immer alle ins Gesicht. Und das kann echt übel enden. Gerade wenn du mit dem Hund kämpfst oder so. So, hier waren wir schon, nicht? Alles leer gewesen. Okay. Nicht, dass ich hier noch was übersehen habe. Hätte ich auch außenlang gehen können, nicht wahr? Was bringen eigentlich die hier? Bringt ihr Eisen? Oh. Okay, aber... wenn... oh, immer diese Level 2 Dinger. So ein Quark. Da wären wir auch nicht reich mit. Oh, hier geht's auch runter. Aha. Sieht ja erstmal nicht so viel aus. Aber da oben, das sieht verdächtig aus. Können wir uns hier so einen Notausgang bauen? Oh. Ich weiß nicht, ob das ein Notausgang ist. Oder eine Todesfalle. Das geht hier auch nicht weiter. Okay, dann ist es eine Todesfalle. Aber wer wären wir, wenn wir da nicht reingehen würden? Scheiße. Komplette untere Ebene. Guck mal, was da alles ist. Oh, das ist eine richtig dicke, 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 dicke Lootkiste. Aber wer auf die Lootkiste geht, der stirbt, würde ich sagen. Bevor wir hier nicht alles andere... ja, da ist doch einer, oder? Nee. Tasche. Angeguckt haben. Gehen wir da nicht hin. Oh, die spawnen. Die spawnen, wenn man an die Tasche geht, nicht wahr? Oh.
Ja, hier ist viel zu wenig los. Oh. Hätte ich mal am Anfang gebraucht. Nicht eine Nahrungskiste. Da brauche ich jetzt Nahrungskisten. Okay, hier haben wir wirklich jetzt ein Notfall-Ding. Hier ist auch Eisen, oder? Die Dinger? Das muss so Eisen geben. Okay, auseinandernehmen. Hm. Okay, gar nichts. Die Tausender und so sind auch alle viel zu viel. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir essen uns voll, wir trinken uns voll. Oh. Können wir hier direkt raus, wenn was ist. Hier der eine Fall nicht gereicht. Sag mal. Oh. Ich hab irgendwas anderes getroffen da hinten. Okay, bin weitgehend voll, nicht? Okay. Mit 100 Pfeilen oder 62 Pfeilen. Ich dachte, die Tür geht hinter mir zu. Nee. Das können die alleine machen jetzt. Das können die alleine unter sich ausmachen. Wir sind infiziert. Wir müssen erstmal zurück. Wir müssen Pfeile holen. Und eine Pistole mitnehmen. Ich glaube, so langsam habe ich genug von Pfeilen. Uff. Okay, aber da spawnen auch welche. Das war uns schon klar, nicht, dass in der Turnhalle welche spawnen. Oben auf dem Dach sind welche gespawnt. Dann wären bei der Kiste welche spawnen. Alter Verwalter. Okay. Ich glaube, ich gehe wirklich nur noch mit Waffe rein. Das ist die Musik. Ich dachte, hier ist ein Polizeiauto, was irgendwie Geräusche macht. Mann, Mann, Mann. Boah, aber jetzt ist schon wieder, immer wenn ich hier bin, leckt das Spiel und meine Kamera. Das ist ja verrückt. Also hier muss irgendwas sein an der Ecke, was ihm gar nicht passt. Tschüss, Rad. Na, wenn ich Eisenpfeile mitnehme, nicht, wäre es auch Verschwendung da morgen. Ich finde die normalen Pfeile noch recht okay für die Level 1 Dinger alles. Da will ich eigentlich auch nicht mehr reinballern jetzt. Wir haben hier auch nochmal 150 Federn. Ich glaube, hier hatten wir auch noch Federn oder so. Ne, die hatte ich weg. Okay. 10 Wasser, hier noch ein Kaffee. Antibiotika haben wir jetzt zweimal, das ist super. Das haben wir. Ein Eintopf. Aber das ist auch richtiges. Das kommt doch hier hin. Wunderbar. Dann würde ich sagen, für morgen nehmen wir auf jeden Fall mit. Und
mit. Wir sind ja gerade satt und Co. Da brauchen wir nichts. Da können wir hier noch ablegen. Und das nach dort. So. Wir brauchen davon noch eine. Und dann ansonsten alles Eisenstangen. Müsste doch reichen. Eine kann ich machen. So. Dann brauche ich viel, kann das sein. Fünf, immerhin. Na gut. Wir brauchen es aber. Was soll ich tun? Bin ich noch ein Level 2 Messer oder sowas schon gefunden? Hier können wir doch zerlegen. Was soll ich denn damit noch? Nehmen wir die selbstgebaute Pistole mit? Ach, die Schaufel kann auch zerlegt werden. Die brauchen wir auch nicht mehr. Ich glaube, da kann ich auch schon bessere bauen. Ich glaube, ich kann sogar schon Pistolen bauen, nicht? An der Werkbank. Aber nur Level 1. Selbstgebaute könnten wir Level 5 machen. Holz, Kleberband, kurzes Eisenrohr. Ganze Eisen zerlegt werden. 12 Eisenrohre, Kleberholz. 12 Eisenrohre, Kleberholz. Fertigen. Dann können wir die hier zerlegen. So, dann haben wir eine Pistole Level 5 dabei. Egal wie gut oder schlecht die ist. Sollte aber auch da nicht alles verschießen, nicht wahr? So, dass wir so Notfallpatronen mitnehmen. Oh, und ich sollte wieder... Wir müssen eigentlich Honig benutzen. Cobblestone machen, nicht? Den können wir aber auch so machen. Wie heißt das hier? Pflastersteinblöcke. Ich glaube, 100 brauchen wir sogar. Aber Kaffee sollte ich mitnehmen, bevor wir rübergehen. Weil ich will ja unten weiterbauen nachts. Wir sollten vielleicht 2 Kaffee oder 10 Kaffee ansetzen mal. Brauchen wir jetzt öfter. Dauern 10 Minuten. Okay. Das wird wahrscheinlich genau eine Sekunde fehlen am Ende. Habe ich die Kaffee jetzt auch eingesteckt? Ja. So, lass dir uns da nicht überraschen. Nee. Einpacken. Sehr gut. Ich habe die Schaufel nicht mit, nicht wahr? Gut. Machen wir das mit der Schaufel später. Müssen wir auch mal gucken, dass wir da tief genug reingehen. Zack. Also zumindest schon mal 2D. Auf allen Seiten sogar. Das hier könnte zu flach werden, nicht? Da, also wir müssen auf jeden Fall in die Höhe gehen.
Dann müssen wir vielleicht auch noch tiefer. Ne? Könnten die jetzt rauflaufen, nicht? Das wäre noch ungünstig. Ja, das dauert. Vielleicht graben wir da die Erde auch vielleicht ein bisschen ab eher. Könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das lieber so machen. Ah, ich hätte die über Tag da drin bauen sollen. Ich bin so ein Trottel, dass ich das immer vergesse. Ich wollte unbedingt die in diese Clover Heights rein, nicht wahr? Wenigstens in diese Ecke hier zu machen. Ich glaube, dann sollten wir weitgehend eigentlich sicher sein vor springenden Zombies oder irgendwas. Ja, am nächsten Tag den Loot Drop müssen wir auch noch holen. Und ich darf nicht vergessen, ich brauche hier trotzdem noch Stacheldraht und andere Sachen drumherum. Wobei eigentlich Stacheldraht fast hilfreicher ist, nicht? Wobei, dann muss ich sie auch treffen. Also werden die Stachelfallen... Eigentlich brauche ich Eisenstachelfallen, nicht? Aber ich kann nicht alles machen. Waren das schon 100 Dinger? Ach, du willst mich doch verarschen. Never ever. Never. Oh. Wow. Okay, wir machen mal zu. Jetzt ist es wieder dunkel. Ich habe auch keine Fackel mitgenommen, ich hält. Das heißt, das wird eine dunkle Folge. Ein dunkles Ende. Vielleicht treffen wir aber unten auf unseren Raum. Das wäre natürlich geil. Und jetzt sollte ich den Kaffee vielleicht auch benutzen. Dafür habe ich ihn ja mitgenommen. Tja. Das lässt tief blicken, nicht wahr? Oh Mann. Kling, klong. Und bevor man zu tief ist, nicht vergessen, die Leitern zu setzen. Und immer gucken, dass die richtig ausgerichtet sind. Das Gute ist, wenn wir uns runtergegraben haben, dann kommen wir auch wieder ins Haus rein. Sofern wir uns nicht vergraben haben und vielleicht links oder rechts abgewichen sind. Und dass die Axt nicht kaputt geht. Oh, wenn die Axt kaputt geht, bis wir unten sind. Das wäre scheiße, aber die ist recht voll, nicht? Da haben wir Glück. Das klappt. Okay. Später kann man das hier auch alles noch ausbessern, nicht? Verkleiden. Und wir müssen alle paar Meter vielleicht auch so ein Ding reinhauen später, dass wir da so eine Fackel und sowas reinmachen können. Ich hoffe, ich habe schon weit genug gebaut. Sodass wir jetzt gleich... Oh... Hier ist irgendeine Ader. Okay, warte. Schon echt. Naja. Schon echt weit oben. Die werde ich doch wieder kaputt hauen.
Ist das Kohle? Glaube, oder? Ist doch Kohle. Nee, ist... Hä, was baue ich denn da ab? Und wo baue ich es hin? 271 habe ich davon. Hä? Da! Kohle, ja. Nicht gesehen. Okay, also Kohle würden wir hier kriegen. Ja, wir brauchen schon Kohle. Boah, wir sind echt weit unten. Okay. Aber hier gibt's gut Ressourcen. Oh. Das ist echt so tiefes. Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Okay. Ach so, wir sind ja auch höher auf dem Hügel. Ah. Ja. Erinnert mich mal dran, dass ich Fackeln mitnehme oder bastle. Aber dafür brauchen wir Tierfett. Das war der Grund, warum ich keine Fackeln habe. Oh, Kacke. Wir sind unten. Wir sind aber nicht unten angekommen. Also schon angekommen, aber nicht. Wir haben noch nicht weit genug gebaut von unserem Hauptding. Kacke. Das Gute ist, ich weiß, ich muss in die Richtung graben. Und es dürfte ja eigentlich nur 3-4 Schläge entfernt sein. Wir haben auch noch einen Kaffee dabei. Vielleicht auch mal den Boden wegmachen. Man sieht gar nicht, wo oben und unten ist in der Nacht. So, den Durchstich wollen wir auf jeden Fall noch sehen, oder? Jetzt habe ich es, glaube ich. Das ist die richtige Höhe zum Schlagen. Ich hoffe, ich grabe... Ja doch, ich grabe in die richtige Richtung. Also wir können uns hier nur um eins vertan haben, so wie mein Hauptspielstand maximal. Oder ich habe mich total in der Entfernung verschätzt. Aber ich fand, das andere war schon echt weit fortgeschritten. Jetzt wird es natürlich langsam knapp mit der Pickaxe. 50%. Hatte nicht gedacht, dass noch so viel ist. Ich dachte, wir sind schneller durch. Jetzt wird es langsam komisch. Wahrscheinlich grabe ich gerade 2 Gänge. Aber selbst dann müssten wir auf den Raum treffen, den ich gebaut habe. Weil der ist breiter. Und so stark abgeweichen kann ich nicht sein. Laut Kompass ist es die richtige Richtung. Ah ja, da sind wir durch. Ich glaube, ich sehe es da rechts schon, oder? Da war gerade... Nee, das ist nur... Es sah aus wie ein, ist ein Grafikfehler. Es sah aus, als ob man da was durchscheinen sieht. Wir müssten ja eigentlich auch auf Holz stoßen, weil wir den Boden mit Holz ausgelegt haben. So langsam ist komisch. So weit kann das doch nicht gewesen sein. Hatten wir erst die, nicht mal die Hälfte dahin? Never. Oh. Perfekt getroffen, aber so weit weg noch gewesen. Ist denn jemand?
Hoffe nicht, das macht mir Angst. Ich hatte immer früher auch Angst, dass die hier drin spawnen können, nicht? Das sieht doch aus wie ein Zombie. War es nur die Wand? Boah, wer macht denn die Wandtextur so, dass man denkt, das ist ein Zombie? Schweine. Ich sollte die Sachen einschmelzen, nicht? Wäre vielleicht cleverer. Ah, ich will den Gang fertig haben. Dann ist hier unten erstmal bis nach der Horde nach Ruhe. Wir haben genug Steine. Dann haben wir einen Durchgang. Wir können von oben runter. Und schön machen wir es uns hier unten danach. Das heißt jetzt nur noch Eisen sammeln. Alles andere brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und der Kaffee hält auch nur noch 10 Sekunden. Den will ich noch mitnehmen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Mal den noch so weit mitnehmen, wie geht. Letzter Schlag. Okay. Na, ja, so. Ey. Das läuft sich nämlich auch wesentlich besser nachts, wenn man hier Fußboden hat, sage ich mal. Dann weiß man nämlich, wo man hinlaufen muss. Sonst hat man keinen oben und keinen unten. So, hier ist der Gang. Und hier geht's dann nach oben. Sehr schön. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Das war doch erfolgreich. Bis gleich.